Ja, hallo und damit herzlich willkommen zurück. Ich muss das Mikro testen. Wenn das jetzt unangenehme Geräusche war, tut mir das leid. Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy V Advance hier bei den Kings of Gaming im sechsten Part. Wie ihr seht, bin ich zurück in Walse. Ich musste Magissa ja noch einmal besiegen. Dummerweise diesmal mit dem Unterschied, dass mir Galuf draufgegangen ist. Und ich hatte keine Lust, beide Phönixfedern für ihn zu verwenden, denn er ist zweimal gestorben. Und diesmal werde ich nicht erkunden, sondern einfach straight zum König marschieren, denn ich habe keine Lust, wieder zu sterben. Prinzessin Lena, das ist aber eine freudige Überraschung. König Walse, gut sieht aus. Der heißt Walse. König Walse. Regiert Walse. Einfallsreich. Einfallsreich. Sehr einfallsreich. Ich komme mit einer Bitte zu euch. Ihr müsst dem Verstärken der Energie des Wasserkristalls Einhalt gebieten. Ohoho. Ihr beliebt zu scherzen. Das könnte ich niemals tun. Mein Volk lebt in Wohlstand dank der Kraft des Kristalls. König Walse, wenn die Energie zuvor nicht ausgesetzt wird, wird der Kristall zerbersten. Ich habe natürlich von dem Vorfall mit dem Windkristall gehört. Allerdings, es deutet nichts darauf hin, dass mit unserem Wasserkristall Ähnliches passiert. Ich bin mir darüber hinaus sicher, dass mein Volk gegen eine Abschaltung der Energieverstärkung wählt. Wir haben keine Zeit, das groß und breit auszudiskutieren. Heiliges Kanonenrohr! Was ist los? Auf eine 2D-Map crasht ein Meteorit. Eine Katastrophe! Ein Meteorit ist in der Nähe des Turms von Walse eingeschlagen! Was? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Trommle die Wachen zusammen. Zum Turm. Sofort. Jawohl, Eure Hoheit. Verzeiht die Unterbrechung. Ich denke, ihr seid euch des Ernstes der Lage gewahr. Wir führen das ein andermal fort. Charge! Geile Textänderung. Kurz was checken. Okay, die Musik ist hier neu gesettet worden. Wie gesagt, wir chargen jetzt einfach direkt, ohne Zurückhaltung, raus hier auf unseren Drachen. Und jetzt muss ich erstmal den Wasserturm machen. Im Kopf noch, wie die Landschaft aussah und den Wasserturm. Das ist ein Schloss. Hier ist eine Lücke im Gebirge, da kommen wir durch. Jetzt muss ich erstmal wieder. Hier ist der Meteoritencrash. Der Tycoon-Meteorit? Dann ist hier Schloss Tycoon. Wie auch immer das heißt. Das heißt, ich bin hier mal sowas von falsch. Okay, wieder nordwärts ein bisschen. Ich hätte im Landesinneren fliegen sollen und ich muss wieder mein Horn öffnen, tut mir leid. Ich sehe doch einfach. Na ja, gut. Mit Störungen brauche ich heute nicht rechnen, die Bude ist. Meine Bude ist freigeräumt. Bei der Wasserturm ostwärts von Walse. Wo ist der scheiß Wasserturm? Da ist der neue Meteorit. Walse-Meteorit. Gibt's irgendwelche Items? Aber wieso crasht hier schon wieder ein Meteorit? Ich meine, wir hatten ja schon einen Tycoon, den wir gerade eben nochmal besichtigt haben. Okay, scheinbar geht hier nichts. Wenn ich keinen Bock auf Gegner habe, porte ich mich aber mal sowas von direkt vor den Wasserturm. Von Walse.
Garula kam plötzlich in den Turm bestimmt aus Amok gelaufen und wir haben mich den Hauch angeschaut. König ist ja der, ein mir unbekannter Ritter. Wer ist Garula? Ich als Persona-Spieler kenne Garula nur als mittleren Windspell, Windzauber, der Schaden anrichtet. Ich habe das Gefühl, ich muss ja Gegner raiden. Hallo? Aha! Ach scheiße, ist Team Crash? Eissoldat. Crap! Wow. Das sieht aber aufs Maul hier. Scheiße. Ich habe vergessen, meine MP aufzufüllen. Dreck, Elendiger. Dieter, du hast noch keinen Schaden abkassiert, oder? Ich glaube, der hält nicht viel aus. Der ist halt die Support Unit hier. Der sollte eigentlich... Garten? Ja, nicht überleben. Aber mal sowas von sofort wieder raus hier. Und hasseln wir nach Walse. Straight ins Inn. Ja, für 20 Gil. Ich würde auch sagen, bevor ich noch weiter da reinstürme, präpariere ich mich nochmal, oder? Meine Wasserflasche mal eben aus dem Weg stellen, damit ich auf die Uhr gucken kann. So, alle wieder fresh. Was bist du für ein Hoden? Potion, Antidot, Augentropfen, Knopfankuss, Hammer, Goldnadel, Phönixfeder, Zelt. Ja, alles nicht so cool. What the fuck? Was läuft da im Wasser rum? So, Schild. Nein, ich will Spells kaufen. Ich will erstmal mal Magie kaufen, oder? Tja. Okay. Magic Store! Chocobo? Cool. Schwarz-Silfe, Demora. Das ist vermutlich so Reise gewesen. Chocobo an Land, Silf wahrscheinlich dann fürs Wasser und Demora für Luft. Hast, Hast würde ich auf jeden Fall kaufen. Noch Gegner Magie. Nö. Regener. Healing Spell. Ich will aber auch Schwarzmagie kaufen, verdammt. Ich zieh irgendwie durch, da war nämlich so ein Stranger Charakter. Läuft doch unten lang! Rüstungsladen. Haben wir irgendwas über? Achso, warte mal eben. Ausrüstung, was? Optimieren, ja. Okay, wir haben alle optimiert. Also, wir können jetzt erstmal verkaufen. Zwei Stück. Peitsche. Bronzehelm. Wieso können die anderen keinen Bronzehelm? Naja. Breitschwert. Messer. Alles weg. Kann ich nicht rübergehen, die Angriffskraft. So, gucken wir mal. Eisenschild. Nein. Eisenhelm. Nein. Eisenrüstung.
Verrateranzug. Einen Bombelrube haben wir schon. Hätten wir das auch geregelt. Wir sind jetzt mal wieder so ein bisschen up to date. Das Mysterium, diese komischen Figuren, werde ich noch lösen. So, jetzt sind wir aber dann nochmal richtig ausgerüstet. Also, besser geht's nicht. Und ich mach mal... Quick Save. Ah, doof. Hätte ich das geahnt. Okay, wir lernen immer mehr über dieses Spiel. Start drücken, fortfahren. Ja. Was auch immer. Alles klar. Gehen wir jetzt mal weiter nach oben. Okay, hier steht das Wasser mir schon bis zum Hals. Eissoldat! Tschua, 110! So lobe ich mir das doch. Schwarzratz natürlich. Zack! Arzt schläft. Naja, ist mir auch relativ egal. Der Illusion hält eh nicht viel aus. Na, Arzt ist geheilt, alles klar. Hier liegt schon der tote König. Na, eigentlich muss es ein Safe Point geben. Hier. Den werde ich jetzt auch wahrnehmen. Hier kann ich auch dann so ein Zelt benutzen. Okay, er lebt noch länger. Also, nee, komm ich da hin? Warte mal ganz kurz da, dann... Muss ich da irgendwie von oben runterfallen? Ah! So, ich will jetzt hier unten aber noch ein bisschen... Bisschen grinden! Ich meine, immerhin alle noch so ein Level nach oben bringen. Sollte drin bleiben. Okay, hier gehen wir mal ein bisschen Eis hier rein. Das scheint nicht so effektiv zu sein. What? Digga, ich glaube, es hackt. Oh Mann, kann ich die Spells nicht irgendwie noch ordnen bei denen? 64, 115. Das ist ein Schlag, Alter. Stirb.
muss ich jetzt mal eben ich Vollidiot. Oder sagen wir mal, ja, das ist jetzt leicht blöd, würde ich sagen. Nein. Jetzt mal rausgehen und Garten. Das ist jetzt ein bisschen bitter. Das heißt, die Zeitmagie kann ich gar nicht einsetzen. Sind Blaumagier Zeitmagier? Also lernen die als Fähigkeit von unserer Zeitmagie? Scheint so, ne? Ne, hier ist Blaumagie. Strange, what the fuck? Garluf ist poisoned? Oh mein Gott. Dass ich 50.000 Antidots habe. Und einen Haufen Potions. Wenn er noch Potion geben, ja, dann sind wir noch fresh. Nein! Ein zu wenig. Also ein Druck zu wenig gemacht. Obwohl eigentlich alle. Warz? Warz wird langsam. Macht aber nichts. Scheiße, der Warz. Leicht blöd gerade. Sag mal, wann leveln die denn ab, Alter? Ach, ich hätte Farbsheilung. Nee, egal, mein Helm. Der hält ja meiner Erinnerung nach nichts aus. 40 EP. Also sagen wir mal noch. Jetzt noch 3 so eine Kämpfe und dann bin ich durch. Item. Motion. So, aha. So, das hilft mir ja schon mal bei den Items. Also 3 von den Fights will ich jetzt noch eben durchzocken. Auch wenn das vielleicht den Part ein bisschen langweilig macht, aber ich will auf jeden Fall alle anderen Mischungen hochleveln. Arschtritte zu machen. 25 EP nur. Also ich warte jetzt wirklich, bis alle eine Stufe höher sind. Einfach weil wegen. Ich glaube mal, die kriegen bessere Stats, oder? Eine höhere Stufe. Auf jeden Fall mehr HP und MP. Das. Okay, warte mal. Angriff auf den Dings. Weißmagie Vita auf alle. Galux Magie wurde, glaube ich, gerade geblockt, was mich ziemlich in den Arsch fistet. Nein, Galuf wurde generell geblockt. Wieder auf alle. Warz wurde gepoisoned.
Ach, Alter, saugen. Was saugst du denn? Sein Kopf? Fick dich, Digga. Fick dich. Geh einfach mal kacken. Hätte vielleicht ein wahres Heil. Ich werde hier, glaube ich, gerade ziemlich geownt. Kann das sein? So, Digga, du stürzt jetzt erst mal. Nein, nicht Potion. Na, wo ist meine Phönix? Was zur Hölle? Ah, jetzt weiß ich, wo meine Phönixfeder hin ist. Verdammte Scheiße. Nee, das machen wir jetzt anders. Ich rush jetzt wieder raus. Und weil ich das Gefühl nicht los werde, höllisch unterlevelt zu sein. Oder einfach nur schlecht zu sein, eins von beiden. Auf jeden Fall werde ich jetzt den Part doch beenden und nochmal bis zum Grinden gehen. Weil mir das doch irgendwie auf die Fresse geht, dass ich dreimal drauf gehe in einem Kampf. Also sieht man sich dann im nächsten Part an dem Save Point und dann treten wir Garula in den Arsch. Yes! Bis dahin, ein schönes Wochenende.